select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. So, liebe Zuhörer, willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen den 1. CFR Pforzheim hier im VIP-Raum, auch draußen in der Clubgaststätte. Endstand 2:0, damit ist der 1. CFR Pforzheim 13. in der Tabelle und wir sind einen Platz vorgerückt auf den 16. Platz. Bei mir sind die beiden Cheftrainer, zu meiner Rechten Gökhan Gökçe. Willkommen. Sie können, glaube ich, mit der Leistung Ihrer Mannschaft heute nicht ganz zufrieden sein. Erstmal Glückwunsch an Spielberg nach langer Zeit. Wieder ein Sieg. Freut mich für den Tobias auf jeden Fall. Das ist ein Freund von mir. Habe ihn auch schon mal trainieren dürfen. Und ja, ich bin nicht zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Es gibt auch keine Entschuldigung, dass wir eine große Verletzungsliste haben. Die Art und Weise war einfach nicht schön, dass wir uns zum Teil auch aufgegeben haben und nicht versucht haben und nicht gebissen haben. Wir haben die Chance gehabt, mit Dominik in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Die Chance haben wir vergeben. Das hat Spielberg mit Phil dann besser gemacht, 1:0 in Führung. Und so sind wir in die Kabine. Zweite Halbzeit eigentlich guten Start hingelegt. Dominik wieder eine Riesenchance gehabt. Leider knapp am Tor vorbei. Und danach war es eigentlich auch. Spielberg hat es gut gemacht, haben gut verteidigt. Vor allem waren die Standards brutal gefährlich. Hätten auch später auf 3:0 erhöhen können. Da bin ich froh, dass der Xaver im Tor war und sehr gut gehalten hat. Den muss man auch loben. Und ja, für uns geht es weiter. Wir kämpfen auch noch, wir brauchen auch noch ein paar Pünktchen und es wird nicht leicht für beide Mannschaften und man weiß auch nicht, wie viele absteigen. Deswegen mit dieser Art und Weise, wie wir heute gespielt haben, glaube ich nicht, dass wir nochmal punkten. Im nächsten Spiel muss sich's ändern. Gegen Balingen wird es so schwer, kein Thema, aber die Einstellung muss immer stimmen. Die hat bis heute eigentlich immer gestimmt bei uns. Ich war selber etwas überrascht, aber wie gesagt, ich will auch keine Entschuldigung wegen meiner Verletzungsliste oder unserer Verletzungsliste. Ja, man spielt zu 11 und weiter geht's. Vielen Dank. Sie haben schon erwähnt, 30 Punkte dürften noch nicht reichen. Nee, normalerweise nicht. Okay, dann haben wir auch noch einiges vor. Tobias, zunächst mal herzlichen Glückwunsch. Heimsieg 2:0, ein verdienter Sieg, der Kollege hat es ja schon angesprochen. Und es ist unheimlich wichtig gewesen, diese 3 Punkte heute. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Definitiv waren die 3 Punkte wichtig. Ich war von Anfang an eigentlich sehr zufrieden, wie die Mannschaft ins Spiel gekommen ist. Die ersten paar Minuten war es ein Tick zu defensiv. Dann hatte man schon auch Glück, als der lange Ball auf der Dominik Salz gekommen ist. Und aber spätestens danach fand ich dann an die Ordnung sehr, sehr gut gepasst. Wir sind zu dem Zeitpunkt dann auch verdient, meiner Meinung nach, in Führung gegangen. Habe dann, wie der Gökhan sagt, nach der Halbzeit in der Situation, als der Dominik Salz am kurzen Pfosten der Ball mit der Sohle spielt, am Tor vorbei. Ja, da hatte man Glück, das muss man ganz klar sagen. Aber auch danach habe ich uns heute definitiv besser gesehen und ich glaube, der Sieg geht völlig in Ordnung. Ich glaube, ausschlaggebend war heute für das Spiel ein relativ starkes Mittelfeld mit Weimer, Piazza und Knorr. Ja, die haben wir schon öfter im Mittelfeld zusammengespielt. Das muss man auch festhalten. Heute war es sicherlich so, das war auch schon in Neckarsulm so, dass man eine gute Grundordnung hatte, die Ordnung auch nicht verloren habe. Der Phil hat es gut gemacht zwischen der Linie und dadurch können die Innenverteidiger länger auf einer Höhe bleiben und das tut uns ganz gut. Wenn man überhaupt was kritisieren will heute, dann ist es wie die letzten Spiele auch die Chancenverwertung. Und es kostet dann halt ziemlich Nerven bis zum Schluss. Wir haben 2:0 gewonnen, ich glaube, das ist uninteressant. Okay. Natürlich gibt es jetzt schon wieder eine englische Woche. Ich glaube, es ist die 4. oder die 5. in Folge. Es wird immer schwieriger, was auch den Kräfteverschleiß, die Nerven angeht. Ja gut, ich glaube, es ist für Spieler eigentlich eine angenehme Phase, weil man wenig trainiert, weil man viel regeneriert. Wir trainieren jetzt am Montagabend, fahre dann am Dienstag nach Reutlingen und schaue, was da möglich ist. Wir können den Spielplan ja nicht ändern. Wir nehmen es so, wie er ist und werden am Dienstag alles versuchen.
Glück an Götze. Sie haben schon gesagt, 30 Punkte reichen nicht. Was tun Sie jetzt, um die Mannschaft wieder aufzubauen für die nächsten Spiele, aufgrund der Verletztenliste auch? Ich glaube, die Mannschaft weiß auch, dass sie heute nicht das Beste geliefert hat und die wird schon ihre Reaktion zeigen. Das haben wir eigentlich diese Saison immer wieder geschafft und das war auch unsere Stärke, dass wir immer, wenn wir extreme Rückschläge hatten oder im Tieffall waren, dass wir im richtigen Moment gebremst haben und unsere Punkte geholt haben. Und wie gesagt, Balingen wird schwer und danach kommen die Spiele, da wo wir auf jeden Fall sehr große Chancen haben zu punkten. Ja. Du hast die Verletzungsliste angesprochen. Dominik Salz ist verletzt, ausgewechselt worden. Weiß man schon genaueres? Nee, weiß ich nicht. Eine Frage an Tobias. Du hast nach der PK, also bei der PK nach dem Sandhausen-Spiel gemeint, dass die Situation sich völlig geändert hat. Wirkt sich das jetzt aus auf die Spielweise der Mannschaft, dass die Situation sich geändert hat? Wir haben ja seit dem Tag, als wir hier 0-7 gegen Sandhausen Bade gegangen sind, nichts mehr zu verlieren. Klar wirkt sich das aus. Dann bedanke ich mich bei Gökhan Götze, wünsche viel Erfolg für die nächsten Spiele und auch bei unserem Trainer Tobias Winter. Und am Dienstag geht es wieder weiter. Vielen Dank, das war die Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel. Tschüss und ein schönes Wochenende. Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.